Hallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Runde Aufschwung Ost. Mit mir dabei Vize-Bundeskanzler Horst Anno Halik. Jo, moin, ich nehme die Wahl an. Ja, danke, 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 danke. 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 Ja, gut. Schauen wir mal, was wir so verbrochen haben die letzten Folgen. Uiuiui. Ui, ui. Hatten wir wirklich so wenig Geld? Ja. Ich war, glaube ich, geneigt, die letzte Folge Negativrekord zu nennen. Aber oh, okay. Ich habe mich dann dagegen entschieden. Das Problem ist nur, wir haben, glaube ich, relativ viele Anlagen, die defekt waren. Meine ich mich noch zu erinnern. Wahrscheinlich Solar und Wind, wo es überhaupt nicht lange zu suchen ist. Ich will auch gar nicht. Ehrlich gesagt, wollte ich auch gar nicht so genau reingucken, aber. Euch zuliebe. Nach dem Motto, einfach mal abwarten, bis sie von selbst verfallen, ja? Ja. Das kann auf jeden Fall nicht schlimmer sein, finde ich. Mhm. Wir können eh gleich auf Reparieren gehen, ne, haben wir gesagt. Ja. Sofern ich Antje finde, irgendwann. Blue? Ah, da. Ja, gut, dass ich erst 10 Mal geklickt habe, bevor ich sie gefunden habe. Immer wieder schön. Ja, gut, aber in diesen Solarwald ist es aber auch mittlerweile echt unübersichtlich geworden. Ja, vor allem, ganz ehrlich, selbst wenn du dir ungefähr ausmalen kannst, wo die Mitte ist, heißt das noch nicht, dass es unbedingt auch da sein muss. Das ist leider mittlerweile ja so. So, okay. Ach, das war nur ein Solarkraftwerk. Krass. Oh oh, dann schwand mir Übles. Ich bin auch gerade überlegen, war das nicht sogar irgendwas mit Müll und Dingsens hier? Wenn du alles auf Mute stellst, kannst du ja kurz nachgucken. Zur Sicherheit. In die letzte Folge, die letzten paar Sekunden theoretisch sollte das sein. Oh, aber es sind auf jeden Fall ein paar. War zumindest nochmal ein Windkraftwerk. So, ich gucke in der Zeit einfach mal weiter. Die längsten Listen durchgehen, ja. Okay, aber nee, da ist auch schon durch. Okay, okay, okay. Eine Mülldeponie ist es auf jeden Fall noch. Also es sind 2 Windkraftwerke, ein Solarkraftwerk, eine Müllkippe und eine Kläranlage. Okay, also fehlt mir jetzt noch die Kläranlage. Ich will gar nicht drauf gucken, wie viel Geld ich schon ausgegeben habe. 1 Milliarde. Mindestens. Ja. Nicht nur mindestens, sondern gut eine Milliarde. Relativ genau, jetzt ist es mehr. So, und wenn wir gerade hier sind, dann können wir auch gleich mal den lieben Herr Totenkopf noch ein bisschen übersanieren, nenne ich es jetzt mal. Sind wir mit den Blinkies denn schon durch? Nein, ich habe gerade nur eins entdeckt, deshalb. Okay. Sind wir mit den Blinkies denn schon durch? Ich hätte es gerne, ich hätte da jetzt wirklich, wirklich gerne positiven Vollzug gemeldet, aber nein. Oh Gott, wir fahren. Oh, 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 wir sind noch über den 2? Bis jetzt. Ja. Ja, wobei so viel ist gar nicht mehr. Es ist noch ein Zug, wenn ich es richtig sehe. Also ein Bahngleis. Ja, ja. Yay. Ja, aber es war klar, dass wir trotzdem die 2 nicht halten. Gut, aber ganz schnell weg von. Oh Gott. Also eine 1 war hier vorne, glaube ich, auch noch nicht, oder? Nee, nee. Also, es sei denn, es war noch 2 Nullen oder eine Null dahinter, aber. Ja, aber so niedrig waren wir generell, glaube ich, noch nicht. Alter Falter, ganz schnell in die Städte, oder? Naja, wovon war an? Berlin? Ja, bietet sich irgendwie an. Oder sollen wir noch ein bisschen Infrastruktur? Ja, ich bin ja schon. Ich finde, wir bauen eine Autobahn von Görlitz. Ich weiß wohin. Wismar! Einmal quer rüber. Ja, 4,6, oh, das ist schön. Hat Berlin denn irgendwelche Wünsche oder bauen wir einfach wieder um? Ich würde sagen, wir bauen wieder um. Das war sehr effizient, die letzten Folgen, fand ich. Ja. Da zum Beispiel war so ein... Was? Achso, so das hier? Oh, du klickst auch so schnell. Ja. Das da und das da. Aber ja, die 2 mal vielleicht. Erstmal. Würden 2 Mehrfamiliendinger reinpassen, ganz gut. Mhm. So, einmal Kabusch. Wow. Berlin ist auch so wunderbar übersichtlich. 2 mal Kabusch.
So. Mach dreimal. Komm, wir haben. Warte! Oh Gott, wo bist du denn jetzt? Ich verliere völlig Übersicht. Das da? Hier, mach dieses. Mach das Ding da auch noch platt, ja. Einmal Kabusch, zweimal Kabusch. So. So jetzt. Mehr Familien oder was Größeres? Also einmal ein ganz großes. Hochhaus. Das können wir eigentlich hier reinbauen, das passt da ganz gut. Genau. So. Und dann würde ich sagen, hier ein Mehrfamiliending hin. Oder so ein großes. Das dürfte noch reinpassen. Zeit. Dann haben wir zwar jetzt einen. So. So eins. Wir können auch das. Das passt zu dem ganz gut. Deshalb. Ja, okay. Was bleibt denn übrig? Dann bleibt noch 1,1. Also bleibt noch zwei. Ja, dann haben wir noch zwei Familien. Genau. Ja. Oh Gott, ich möchte wissen, was die Leute jetzt wieder für Einwanderungszahlen dann in Berlin haben. Mach auf jeden Fall hier unter dem McDonald's da noch. Achso. Ich dachte jetzt unter dem McDonald's da. Ich hätte es halt hier in die Mehrfamilien. Ja, geht auch. Siedlung geht auch. Da. Oh. So, hä? Langt es noch für einen Tennis-Fußballplatz da unten? Jetzt nicht 125 oder so? Könnte sein. Wir gucken einfach mal. Ich muss auch immer wieder gucken, wo das denn war. Hier nicht. Gut. 125, ja. So, dann hier unter der Bank, oder? Perfekt. Gut, nächste Stadt. Ja, wird nicht mehr lang. Sag doch sowas nicht. Görlitz. Mhm. Einfach um zu sagen, nee, hier machen wir nichts. Ist mir zu doof. Das, wenn wir da waren, ja. Bisschen Wald vielleicht. Aber ganz schnell. Eine mit Weile, weißt du? Hat doch genau gereicht. Ich weiß gar nicht, was du hast. Alter! Oh, 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 oh. Waren wir nicht gerade eigentlich noch im Plus? Ja, also wir waren sogar... 2 Milliarden noch fast. Wir haben sogar jetzt 4 Milliarden Verlust gemacht. Das ist ganz schlecht. Vor allem im Minus war ich echt noch nie. Darf man überhaupt oder kommt gleich, sie haben verloren? Sehen wir gleich. Okay. Ich habe Angst. Ich auch. Sei es drum. Hier geht alles in die Binsen. Schön. Ich würde sagen, Geld. Gesamtbewertung steigt aber interessanterweise. Ne? Mich wundert, dass bei Geld überhaupt noch ein Strich zu sehen ist. Also. Oh Gott! Oh Gott! Ach du Scheiße! Entschuldigung für den Kraftausdruck, aber... Also wenn es das jetzt gleich war, wisst ihr Bescheid, ne? Warte, ich muss es mir doch notieren. Was war denn das jetzt? Was denn? Was da gerade als Nachricht war. Ist eigentlich egal, oder? Ja, aber die Städte haben doch Geld. Egal, ist weggeklickt. Ich weiß es nicht. Ich habe gar nicht so schnell lesen können. Ich weiß auch nicht. Notfalls gucken wir später nochmal nach, sollte es noch eine weitere Folge geben. Ich brauche gar nicht in die Dinger reingehen, wir können eh nichts reparieren, gehe ich mal davon. Obwohl, sollen wir es mal probieren, ob wir das können? Ich meine, wenn wir eh schon im Minus sind, ist es ja auch wieder egal. Ich wollte sagen, können wir nicht Schulden machen. So, es waren auf jeden Fall zwei von denen hier, glaube ich. Und zwei Müllkippen, weiß ich auch noch, den Rest muss ich improvisieren. Ich glaube, es war auch eine Kläranlage dabei, also es wird mega teuer. Valentin. Ich weiß nicht, was mit dem Blinken ist. Ah ne, Uwe ist es. Uwe! So, ich bin so gespannt, ob das überhaupt geht. Wenn nicht, haben wir ein richtiges Problem. Ja? Ah ne, geht. Ja, was soll's. Ja. Wenn jetzt auch gewahr, wie viel. Also. Ich bin echt gespannt, wie die nächste Abrechnung aussieht. Wenn wir da immer noch im Minus sind, was dann los ist. Oder gegen Ende des Jahres, ist auch die Frage. Aber sei es drum. Was zahlen wir denn jetzt eigentlich bitteschön für Überziehungskreditzinsen? Halleluja. Hab du mal 2 Milliarden Euro Schulden auf deinem Girokonto? Ja, da hast du ganz schnell eine Haftstrafe. Wegen Betrugs oder was auch immer. Ja. Wahrscheinlich schon mehrere Millionen Euro vorher. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Ich würde sogar sagen, mehr als 1,5 Milliarden Euro vorher sogar. Mindestens, ja. Also alles über, na, wahrscheinlich schon bei einer Million. Naja. Welche Bank macht es vor allem mit? Irgendwann wirst du einfach gesperrt und fertig.
Lehman Brothers. Gut, bis auf die. Ja. David! Kannst du nicht irgendwie dich selber reparieren? Oh Gott! 648 Millionen? Jo, ich würde sagen... Hilft dir alles nichts. Vor allem, wir haben noch eine. Das ist dir klar. Eine kommt. Oh. Der Rolf. Hilfe. 534, ist günstiger. Oh je. Wir hatten irgendwann mal noch über den Autobahnbau gesprochen, ne? So von wegen, oh, soll Bau mal machen. Ja. Ja, da hatten wir noch 30 Milliarden. Ich weiß gar nicht, wir haben nur null angefangen mit dem Autobahnbau, hatten 30 Milliarden. Ja, nicht in diesem Let's Play, fürchte ich. Die Bürger der Stadt Stralsund protestieren, weil für den Bereich Kultur zu wenig Geld ausgegeben wird. Ja, welches Geld soll man denn noch ausgeben? Ich wollte gerade sagen. Wir haben schon unser eigenes komplett aufgebraucht. Jetzt fehlt quasi noch mehr. Okay, Dann ist Deutschland keine GmbH, sonst würden wir alle mithaften. Ja. Na gut, das tun wir aber so oder so. Mithaften. Irgendwie. Ja. Oh, jetzt ein zweiter Nordseepunkt. Ein zweiter Tanker, ja, schön. Den können wir ja nicht beackern. Warum auch immer. Sei es drum. Mir soll's also, wenn das Let's Play noch weitergehen sollte, wird wahrscheinlich irgendwann die ganze Ostsee zugepflastert mit irgendwelchen Blinkies. Ich bin vor allem echt gespannt, wie viel Minus man da machen kann. Ohne, dass es irgendjemand auffällt. Aber. Ja. Meinst du, da guckt jemand in die Haushalte rein? Oh Gott, ne Autobahn. Boah. Ich bin ja gespannt, ob wir unterhalb von 4 Milliarden bleiben. Ich kann dir sicher sagen, nein. Da sind nämlich noch einige Blinkies. Wir sind jetzt schon bei fast 4. Oh mein Gott. Spätestens jetzt wird's eh zu spät sein. Nein, noch nicht. Noch nicht. Oh, bitte sei irgendwas können. Ja, unter 2 Millionen, nee, ist klar. Wahrscheinlich ist irgendwie hier noch eine. Ja. Warum habe ich es irgendwie geahnt? Auch wenn ich es okay, nicht ausgesprochen habe. 4,1. Oh. Ich schaue jetzt einfach mal, nicht, dass ich was vergessen habe. Ja, ist ja nicht... Nee, aber es blinkt scheinbar nichts mehr. Auch kein Waldbrand, Alter, wir haben 4 Milliarden verloren im Vergleich zur Vorrunde und nochmal über 2 Milliarden zur Reparatur rausgehauen. Ja, viel Spaß. Wenn es jetzt jede Runde so geht, machen wir das nicht mehr lang. Gut, Brandenburg. Ich glaube, da waren wir ja... Bei Berlin hatten wir jetzt... Oder ja. Willst du Berlin erstmal fertig machen? Und die anderen gar nicht, ist auch doof. Nee, komm, lass Brandenburg da. Weil ich glaube, wir waren hier unten schon lang nicht mehr. Ich glaube, wir gehen mal jetzt hier Richtung Plauen vielleicht weiter, oder? Oder fangen wir einfach mal von ganz unten an und arbeiten uns nach oben durch. Dann halt weil ich bin mir sicher, wir sind bis hier irgendwo gekommen, vielleicht bis Halle, Jena oder so, vielleicht sogar bis Leipzig oder Magdeburg. Aber hier unten waren wir echt schon länger nicht mehr. Mhm. Zwickau! So, gut, die haben aber auch nicht keinen viel. Wunsch. Die haben auch nicht viel. Gut, aber es langt für einmal abreißen und einmal Mehrfamilienhaus. Ich glaube, wir reißen lieber eins von den kleineren hier ab, weil das Fachwerkhaus hat ein bisschen mehr, wenn ich es richtig weiß. Einfamilien oder Häuschen ist, glaube ich, das kleinste, ne? Das linke Haus ist noch so eigentlich größer als das rechte, oder nicht? Ja, aber das ist das Häuschen und das ist das Einfamilienhaus. Ich glaube, laut Liste dürfte Häuschen kleiner sein. Warte, ich schau mal eben. Wohnraum, Häuschen, 2000, kleines Haus, 4000. Und Einfamilien? Gibt's gar nicht. Cool. Gibt nur mehr Familien, ne? Ja, aber Häuschen ist dann schon das kleinste demnach. Ja, Häuschen und kleines Haus. Ja, ich gehe mal davon aus, dass Einfamilienhaus dann ein kleines Haus sein soll. Warum auch immer sie es hier da so schreiben und da dort, also, ja. Warum es da unterschiedliche Bezeichnungen geben muss. Also Häuschen ist definitiv das kleinste. Ja, dann machen wir das weg. Warum es ist leider halt irgendwie auch größer dargestellt. Als naja, sei es drum. Oh! Die Bürger der Stadt Zwickau danken, dass das Mehrfamilienhaus binnen 6 Monate gebaut wurde. So viel zum Thema. Ja, die haben keinen Wunsch. Dann ging es an mir vorbei, sorry. Naja,
so wie vorher wahrscheinlich. Wahrscheinlich habe ich wieder weitergeklickt. So, aber. Ist schon 6 Monate her? Nee. Aber mehr Geld haben sie nicht. Ja, es reicht für höchstens noch so ein Plätzchen hier. Vielleicht hier dazwischen? Ja, nee, da haben wir rechts wieder so eine Lücke. Da würde ich irgendwann lieber das Parkhaus mal versetzen. Da? Unter der Bank? Ja, das sieht doch gut aus. Ja, passt. Ist auch genug Abstand zum anderen. So, eine Stadt schaffen wir vielleicht noch. Ja, wird knapp. Wittenberg, Lutherstadt. Oh, das ist immer noch rot. Ja. Okay, aber Wittenberg will eine Fabrik. Ja, wird knapp. Okay, ich sehe es gerade. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter nach Wismar. Okay, ich rufe die Liste wieder auf. Wismar will eine Fabrik. Ja, wird schon. Und ein Dom. Wird schon weniger knapp. Ja, es reicht beides nicht. Außerdem wird die Runde wahrscheinlich vorbei sein, bevor ich was baue. Mehrfamilienhaus noch ein Haus abreißen? Ja. Mal schauen, was noch reicht. So, dahin? Ja. Na, okay. Abreißen müssen wir in der nächsten Runde machen. Vorausgesetzt, es gibt noch eine nächste Runde. Hey, 2,9. Hey! Ja, allerdings noch zuzüglich der ganzen Ausgaben für nächste Runde. Boah, ja, stimmt. Oh Gott, da ist wieder so viel kaputt. Ja. Oh, Stromproblem löst aber sich langsam Luft auf. Arbeitsamt. Schau mal, gucke da hier. Fast komplett gelb. Schau mal, gucke da hier. Fast komplett gelb. Das war doch auch schon mal röter. Ja. Langsam. Naja, also. Hier, außer dem Geld sieht es eigentlich ganz gut aus. Gut, die Versorgung, ja, aber so der Rest ist eigentlich auf einem guten Weg, würde ich sagen. Ja, und das sind auch nur drei. Das ist ja quasi ein Traum. Ja, die zwei da unten, die kosten doch schon wieder 1 Milliarde. Dann sind wir schon bei 3,9, dann kommt noch die Solarkraft und die Blinkist, dann sind wir bei 4,1. Ja, aber es ist, wenn wir das jetzt halten, kriegen wir vielleicht das Jahr noch rum. Ja, irgendwie. Gut. Optimismus. Dann gehen wir mal rein, würde ich sagen. Ich reiße aber jetzt hier trotzdem mal noch das Häuschen hier ab. Ja. Vielleicht, dass da auch noch ein Bau, noch zwei. Ja, doch. Und Fußball geht da unten auch noch rein dann. Wenn wir gerade schon hier sind, sage ich mal. So. Zwischen diese drei kannst du noch ein Fußballding bauen. Oder irgendwas anderes, was halt zwei groß ist. Das ist, glaube ich, hauptsächlich das hier, aber passt doch. Gut, dann gehen wir jetzt mal, ja, vielleicht die Blinkies, weil wir direkt in die Liste kommen. Ja. Ist ja jetzt nicht so, dass wir ein totales Zeitproblem haben, Alter. Boah. Was ist denn mit, die Schienen sind ja jetzt auch noch nicht so lange verlegt, ja? Hm. Ah, das ist bestimmt wieder Autobahn. Ich hasse es, wenn ich recht habe in dem Fall. Wollen wir mal eine Wette aufstellen? Ich sage, wir haben sogar noch höhere Schulden als bei der letzten Runde. Das Problem ist, ich fürchte, du hast recht. Wir sind nämlich noch nicht mal annähernd bei den Reparaturen, die richtig viel Geld kosten. Aber die Spannung bleibt bis zuletzt. Mhm. Nicht wirklich, aber es, ja. Nee, ich baue da keine Autobahn dazwischen. Lieber nicht. Wobei, eigentlich haben wir es ja. Jedes Mal, wenn ich was ausgebe, wird die Summe da oben größer. Ja, exakt. So arbeitet, glaube ich, auch unsere Regierung. Die lassen sich's dann auch oben anzeigen, ja? Das ist auch nett. Gut. Im griechischen Alphabet gibt's auch Minuszeichen, also. Nee, da gibt's kein Minus, da hast du recht. Gut, dann schauen wir mal nach den Reparaturen. Graus. Schauen wir mal die größte Liste zuerst. Ente. Ja. Karl der Dritte.
Von Berlin. The one and only. 146. Dafür. Das hätte ich dir auch, hätte ich auch günstiger gemacht, aber gut. Gut, vielleicht auch nicht so fachmännisch, aber günstiger. 474. Also mehr wie 200 Millionen darf es nicht mehr kosten, sonst sind wir drüber. Also, ich war der Meinung, es war eine Kläranlage. Die kosten immer zwischen 500 und 600. Ne, es ist eine Müll. Die sind aber nicht billiger. Sind in derselben Preiskategorie, glaube ich. Ja, 489. 4,4. Tendenz zu 4,5. Ja. Gehen wir mal unsere Liste weiter durch. Wir waren in Wismar, gehen wir nach Weimar. Ja. Irgendwelche Wünsche? Ich schau gerade. Wismar. Nö. Können sich aber also auch nicht, dass ich wüsste zumindest. Können sich aber auch nicht wirklich was Großes leisten, ehrlich gesagt. Oh. Ist alles warte, so, ich schau mal eben. So ein 0815 hier. Wie viel haben die an Geld? 358. Irgendwie eine blöde Summe. Maximal, also es würde maximal reichen, um ein Häuschen oder ein kleines Haus abzureißen und daraus ein Fachwerkhaus zu machen, aber mehr auch nicht. Ja, aber das ist auch irgendwie lächerlich, oder? Das kann man dann immer noch... Ich weiß nicht, wir gehen jetzt nur noch auf Mehrfamilien, würde ich sagen. Ja, wenn die kein Minimumstandard, ja. Ja, wenn die halt kein Geld haben, dann haben sie halt kein Geld. Ja. Wir achten da ja noch drauf, ja, wenn kein Geld da ist, versuchen wir es eigentlich auch nicht auszugeben, ja. Wir machen ja nur das Nötigste eigentlich, wenn wir Schulden haben. Suhl wird immer noch eine Fabrik, ich glaube seit ungefähr 96, 97 oder so. Also wenn die 5 Milliarden übrig haben für die Fabrik, können sie die auch uns geben. Wir hätten sie dringend nötig, wenn ich mal hier oben ganz kurz nochmal hinweisen darf. Musst du nicht, das strahlt einem so rot entgegen. Das ist echt schon heftig, ne? Alter. Die haben noch viel weniger. Da geht gar nichts. Gut, nächste Stadt. Da machen wir jetzt nicht lang rum. Stralsund. Wir sind im November 2006. Das kann doch nicht sein, dass dann gar nichts mehr geht. Gut, hier geht auch nichts. Stralsund will ein Amt. Das wird für 348 aber nicht reichen, aber ich guck mal rein. Ja, 1,01 Milliarden. Ja. Ist klar, muss ja auch. Ein Haus, also Schwerin. Fünf, da wird sogar ein Mehrfamilienhaus. Ja, wo sollen wir die 3 Milliarden hernehmen? Oder sind sogar 8? Ich weiß gar nicht. Lass anschreiben oder was? Ja. Hab ich da? Ja, da könnten wir hier eins von den kleineren wieder abreißen. Da ist sogar noch ein Häuschen. Ja. Machen wir doch mal ein bisschen sinnvolle Stadtumgestaltung. Ja. Weiß ich auch schon, wie die Folge heißt. Erneut. Ja, wir können ja nicht viel machen. Wobei eigentlich habe ich einen anderen Namen schon dafür. Okay. Ich bin gespannt. Minus und Minus gibt Plus. Nein. Hat mein Mathelehrer so beigebracht. Ja. RCS, das S go with, ja. Oh, Rostock, warte mal, ich glaube, die haben irgendwas auf der Wunsch. 1,44, ja, da sollte doch fast was gehen. Alternativ bauen wir die Stadt um. Wir haben keinen Wunsch. Bauen wir die Stadt um. So. Kennen wir nix. So, Museum braucht kein Mensch, wird ein Mehrfamilienhaus hingeschnitten. Nein, Quatsch. Nee, mach das Fachwerk doch weg. Wer uns jetzt nicht zuguckt, sondern nur zuhört, wird sich auch denken, hallo? Geht's noch? Nee. Ja, was wäre nach rechts? Wäre jetzt auch nicht besser gewesen. Ja, und dann hätten wir das Denkmal abreißen müssen, oder was? Weißt du, was das kostet? Nix. Abreißen kostet nix. Das Abreißen nicht, aber das Denkmal, ich kann mal kurz reingucken. Kann ich nicht, weil die Runde rum ist, aber... Also, aber prinzipiell ist das richtig teuer. Sollte das nicht... Wollte 500 Millionen Gewinn gemacht. Wollte das nicht eigentlich besser werden? Ja. Oh Gott!
Na, immerhin sind es aber vier, die jetzt, ich sag mal so, billiger sind als die drei beim letzten Mal, glaube ich. Die vier Gut, jetzt zusammen. würde uns trotzdem tief in die Kasse greifen. Ja, aber also die fünf zusammen kosten fast gleich viel als die letzten, als die drei beim letzten Mal. Gut, aber sei es drum, die Folge ist eh wieder rum. Oh Gott sei Wir haben Dank. uns, wir haben zumindest eine Folge noch geschafft. Wir haben uns durch eine Folge nochmal durchgerettet. Ja, vor allem, ich glaube, jetzt ist Dezember, glaube ich, wenn die Folge rum ist, ne? Also wenn im nächsten Monat. Oh Das cool, das heißt, heißt. die ganzen Ämter kriegen Weihnachtsgeld, oder oh, das wird teuer. Nicht nur die Ämter werden kriegen Weihnachtsgeld, sondern wenn es dumm läuft, kommen auch die ganzen Steuerrückzahlungen, wenn es so realistisch programmiert ist. Ach, das ist das Geld, was immer rausgeht. Jetzt wird mir einiges klar. Gut, aber das werden wir hoffentlich nicht in der nächsten Folge erleben, sondern was anderes, und zwar unseren grandiosen Aufstieg. Ja, Aufstieg Ost, nenne ich jetzt einfach mal um, bewusst. Und würde sagen, ja, der Vize Bundeskanzler Ost darf mit aufbauenden Worten hoffentlich die Folge beenden. Ja, meine Damen und Herren, wir werden es schaffen. Wir werden dieses Land aus der Krise reiten. Wir werden Windkraftwerke bauen. Wir werden Solarkraftwerke bauen. Wir werden Erzförderungen bauen. Wir werden kein Geld haben. Aber wir werden es trotzdem bauen. Und in dem Sinne, bis zur nächsten Amtsperiode. Hummel, hummel, muss, muss.